Schauen wir die Tür mal öffnen hier. Das Gatter ist offen. Das ist ja Wahnsinn, würde ich sagen. Ich werde sogar vielleicht die Tage mal was anderes streamen, außer halt Daisy. Mal gucken. Was trinken gehen hier. Wie wild herum. Oh, ne, kümmere ich mich jetzt nicht. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, das reicht auch schon. Geht diese Gesichtsmaske wieder drauf. Razor Nick. So, so. Alles okay bei dir? Hallo? Ja. Hat 40 Schüsse gebraucht für den scheiß Zombie. Oh wow, du bist richtig ein Profischütze. So eine Scheiße. Ja, ja. Ich hab heute gar nichts. Alkohol, sag ich nur, Alkohol. Ja, muss ich unbedingt noch trinken. Ja, ich komme gleich wieder, ich gehe mal kurz meine Runde. Liegt auch nicht so viel, ja. Dum, 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 dum. Aber vielleicht ist da was drin, was ich brauchen könnte. Tschick. Wow. Hi, Racer. Aber da ist nichts drin. Gleich in den Haus. Hardy geht immer so seine Ründchen. Das macht er immer, wenn er da online kommt oder wach wird, wie er das haben wollt, ist mir gerade egal. Und geht dann so seine Ründchen und guckt einmal alles so ab, ob alles okay ist. Und dann, ja. So. Und da ich keinen Schalldämpfer benutze, aktuell, sieht auch dumm aus bei der Waffe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss es mir vielleicht doch nochmal überlegen.
Schalli zu benutzen. Boah, ich hab Schnupfen echt. Weiß auch nicht warum. An der Kneipe ist jemand. Hat nach dir gefragt. Wo denn? Der ist gerade Richtung Kneipe gegangen. Ah, okay. Auf dem Server generell oder meinst du in unserem Biker-Club? Wie gesagt, ist ja ein RP-Server, ist ja kein PvP-Server oder PvE. Schau mal an, wer denn da ist. Na guten Morgen. Naja, ob er gut wird oder nicht, das stellt sich noch raus. Und alles soweit okay bei dir und dein Land? Naja, ich weiß nicht. Natürlich, ich kann dich verstehen. Ich würde auch nicht wollen, dass jemand auf meinem Land wohnt. Aber die dann zu beklauen ist nicht gerade toll. Du wurdest beklaut. Ja. Wow. Wie kommt's? Was wurde dir denn geklaut? Ein bisschen Munition. Ja, das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Nun ist auch okay. Ich habe noch etwas dabei gehabt. Ah, okay. Naja. Vielleicht können wir ja irgendwann mal handeln, aber vielleicht haben wir auch die Möglichkeiten, den Dieb irgendwann mal zu stellen. Zu stellen? Mir egal, ob er gestellt wird. Er wird erschossen, sobald er einen Fuß auf mein Land setzt. Das kannst du haben, wie du möchtest. Das ist mir scheißegal. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir helfen kann. Guten Morgen. Ah, ja. Auch guten Morgen. Du bist ja immer noch hier. Ich hab schon gedacht, du bist weitergezogen. Nicht. Ja. Wir können hier stehen bleiben oder können einfach auf den Hof gehen. Ich mein, egal. Wer hat denn den schönen Bus hier vorbeigebracht? Das war ich. Ah, und was für eine Bezahlung hast du dafür erhalten? Das hübsche Ding hier, mit ein bisschen Munition. Ah, das sieht doch schön aus. Ja, ist doch ein guter Tausch, finde ich. Ja. So frage ich mich, was will ich mit deinem Bus? Keine Ahnung. Dein Kollege meinte, er könnte den vielleicht brauchen. Razer, wie gesagt, dann schreib mir kurz, was du meinst. Ja. Ein Partybus, oder wie? Jetzt muss nur einer Bus fahren lernen, oder was? Du kannst ihn ja zu einer mobilen Brauerei umbauen. Hört sich natürlich interessant an. Oder wenn du mal mit deinen Jungs einen kleinen Ausflug machen wollt, dann könnt ihr da drin pennen. Ich hab dir ja mal irgendwen zum Zusammenschlagen, der am anderen Ende des Landes wohnt. Ja, die Idee gefällt mir. Ja.
Du hast dich hier niedergelassen oder bist du nur Gast? Ich weiß irgendwie gar nichts, Mensch. Ich bin nur viel unterwegs und da hier momentan die meisten Leute sind, naja, bin ich eben hier. Ah, okay, das ist gut. Ja. Ah, nein, tue ich jetzt nicht. Mal, habt ihr es auch gehört? Ja, muss man. Da glaubt doch jemand. Ja. Macht da jemand SOS-Zeichen oder was? Oder wir haben Ratten. Von drin oder von draußen? Keine Ahnung, vielleicht haben wir Ratten. Ich geh mal außen rum. Ja. Und du bist dann jetzt auch öfters hier oder ziehst du des Öfteren jetzt weiter? Ach, nun ja, ich hatte vor, hier zu bleiben. Mal schauen, wie lange ich hier noch aushalte. Ständig wird man von irgendwelchen Leuten angequatscht und wie gesagt, doch mal beklaut oder so. Dann wird er noch auf andere Leute geschossen. Die konnte sich nicht mal wehren. Ach, schade. Ja, okay. Naja, hier ist ja eigentlich immer Stimmung, ne? Ja, dann sind da noch deine Untergeordneten. Ich weiß auch nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Naja, die wissen ja nicht so gut Bescheid. Untergeordneten, die wissen nicht Bescheid. Wen meinst du denn? Ich weiß nicht, wie sein Name war. Er kam mit einem Auto und mit einer anderen Person. Wie gesagt, gestern wusste nicht mal, dass ich nun dahinten wohne. Und meinte, solange Hardy nicht hier ist, entscheide ich das. Naja, du hast das Land quasi gekauft, mehr oder weniger. Nun ja. Das war ja noch nicht ganz abgesprochen, aber im Grunde genommen, ja. Ja, was gibt's denn da groß zu sprechen? Ja, ich möchte nicht von deinen Kumpanen dumm angemacht werden. Ja. Weil die nicht Bescheid wissen, dass das mehr oder weniger meins ist. Gut, das kann sich ja klären. Das ist wohl nicht das Problem. Na gut. Ja, ich warte, bis sie erstmal alle aufwachen. Keine Ahnung, die liegen wahrscheinlich alle noch in Delirium. Dabei auch meine Schnapsnacker nicht vorbeigebracht. Ach, du hast Schnaps vorbeigebracht. Jetzt, noch nicht. Aber ich habe mit deinem Kollegen Straßenkind, hat er sich genannt, ein kleines Gespräch gehabt. Er hatte von meinem Zeug gehört, das ich damals in Lupertino gemacht habe. Scheinbar hat er sich bis hier runter mal durchgesprochen über all die Zeit. Und er hat mich dazu überredet, dass ich mal wieder was davon mache. Ja, das ist doch eine gute Überredungskunst. Was machst du denn Schönes? Teufelswasser. Teufelswasser. Oh, das hört sich gut an. Ja. Ja. Ist ein Familienrezept, könnte man sagen. Ja, Familienrezepte sind eigentlich immer gut. Ja. Gut, pass auf, ich kläre das mit deinem Land. Das ist kein Problem. Das wird noch geklärt. Ich stehe zu meinem Wort, wenn ich was sage. So, und du machst dann sozusagen Teufelswasser für uns und du bekommst dann für uns eine Gegenleistung. So sehe ich das, ja? Können wir so machen.
Ich brauche nur noch ein paar Kanister. Kanister. Ja, das können wir bestimmt irgendwo bewerkstelligen. Im Moment sind die Leute ja so handelsfreudig. Da kann man ja was mal rausholen. Eben. Gut. Ja, gut. Trinkst du ein Bier oder eine Cola? Hä? Alkoholfrei, leider. Sag mal, aber normalerweise muss dein Tuch ja voll triefen, ne? Nee. Ja, du nimmst das irgendwie komischerweise nie ab zum Saufen. Du doch auch nicht. Da nehme ich das ab. Habe ich bis jetzt noch nicht einmal gesehen, Chef. Tja, weil du mich auch nie saufen siehst. Wenn ich saufe, klar, bist du irgendwie nicht da. Die ganze Zeit. Du Lappen. So. Wolltest du einen Schluck haben? Klar, warum nicht? Du auch. Ich hab selber. Ich will nicht noch mehr Schulden haben. Er redet von Schulden. Ich hab dich eingeladen. Ach, nur wenn das so ist. Gerne. Gut, ich hol was. Da werd ich nicht gefragt. Du kannst dich selber einladen, du Idiot. Du trinkst Alkoholfreies. Du hast schon verkackt. Ja, die ganze Zeit Alkohol kann man ja auch nicht trinken. Oh, wenn du wüsstest. Ich glaube, der ist im falschen Club gelandet. Klopp. Oh weh. Klopf. Aha. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Sir, wenn Sie rein wollen, sollten Sie einmal kurz, ja, von Ihnen aus gesehen nach links treten, damit ich Ihnen das Tor nicht vor die Schnauze haue. Ah, komm rein. Wer auch immer du bist. Ja, wir kennen es doch. Ich war gestern schon mal hier. Wir kennen uns bestimmt nicht. Oder bist du nicht der Depp, der weggerannt ist, nachdem wir dich da aus dem Haus mehr oder weniger rausgeholt haben? Gut möglich. Was heißt gut möglich, ja oder nein? Um diese Frage definitiv zu beantworten. Nun gut, das war ich, ja, da haben Sie schon recht. Okay. Warte, erstmal hier, ich habe euch eingeladen. Ihr seid es viel wichtiger. Na, oh. Geht dir. Die leeren Pullen sind pfandpflichtig, das heißt, ich möchte sie wieder haben. Jawohl. Guten Morgen, ihr Turteltäubchen. Ah, guckt mal an. Morgen. So frisch schon auf, hä? Ah. Morgen. Na? Hardy. Wie geht's da? Oh, das ist wunderbar. Ja, bitte. Wo kommt denn das hässliche Ding daher? Das hat, ich glaube, der hinter uns vertauscht. Ja, ich brauch nur noch einen Kanister oder zwei. Also gehört das nicht uns, ja? Doch. Ja, das haben wir bekommen. Hardy auch schon gesagt. Können wir als Tauschobjekt. Was haben wir denn dafür gegeben?
Wie heißt du eigentlich nochmal? So, ich bin dann eben. Herr auf dich. Mr. Gasmaske. Ha? Wie heißt du eigentlich? Mich nennt man Narbe. Genau, Narbe. Narbe hat diese Waffe, die er jetzt in der Hand hat, erhalten dafür. Und wir können das Scheißding eventuell, naja, als Partybus benutzen. Tja, fahrende Brauerei. Oder Brennerei. Als Rentnerfahrt. Oh. So was. Oh. Das Ding fährt doch nicht schneller als 20, da renne ich ja schneller. Ja, vielleicht tauschen wir das auch wieder um. Dann renne ich eben schneller als 50. Dann renne ich schneller als 60. Das Ding kommt doch nicht vom Fleck. Bezweifle ich. Außerdem kannst du auch immer die Leute transportieren. Ich weiß nicht, wieso ich hoffe, was die Leute transportieren sollte. Viele Leute haben. Ja, hör mal. Wenn die haufenweise Leute Alkohol haben, transportiere ich die gerne. Sag mal, ihr müsst euch mal kurz alleine lassen. Ihr könnt jetzt, wir kommen gleich wieder. Du kommst mit, Knochenbrecher. Jo. Bär. Ja. Hast du auch mal kurz Zeit? Ja, geh in ihre kleinen Schnapsbeine rein. Glaube ich auch noch gegen den Bus. Ah, ja, wunderbar. Braucht nur noch ein paar Behält. Jetzt müssen wir nur noch hier den, ah, da ist er, ja. So. Also los. Ich habe was zu verkünden. Zwei Dinge. Du scheinst mir mit Handeln sehr gut zurechtzukommen. Sehe ich das richtig? Handeln? Naja. Man tut, was man kann, wa? Gut. So, das erste ist, Bär, ich würde dich gerne zum Vizepräsidenten ernennen, wenn ich nicht da bin, dass du sozusagen alles leitest. Ich vertraue dir sehr. Und dein Urteilsvermögen ist mir auch sehr wichtig. Da bin ich immer gespannt, wie das läuft. Naja, es wird ganz klar so laufen, bin ich nicht da, hast du das Sagen. Du bist sozusagen jetzt ab jetzt sofort meine rechte Hand. Wir besprechen alles und machen dementsprechend versuchen, das auf eine Ebene hinzukriegen. Sind die anderen damit einverstanden? Auf jeden Fall. Wer damit einverstanden ist, hebt einmal kurz die Hand. Gut. Gut. So, des Weiteren würde ich hier unseren Straßenkind oder Junge, wie auch immer, ich würde dich eigentlich Straßenjunge nennen wollen, aber Straßenkind ist mir auch egal. Ihn würde ich gerne als Schatzmeister ernennen. Was macht er? Naja, er übernimmt das Handeln ein wenig, sortiert die ganze Scheiße und sorgt dafür, dass alles da ist, was wir brauchen. Oh, das hört sich gut an. So, ist jemand dafür, der hebe jetzt die Hand. Gut, dann ist das schon mal klar. Des Weiteren weiß ich noch nicht, wie ihr das seht, aber wir müssen gucken, dass wir vielleicht noch ein oder zwei neue Mitglieder rankriegen. Ah, das okay. Stimmt. Und wer fällt dir da mal als erstes in den Sinn? Im Moment noch keiner. Dieser Miller, Dennis Miller. Ja, den ich Grünen Frosch nenne. Der ist interessant, aber sonst keiner. Wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, das könnte interessant sein, könnt ihr ihn ja mal versuchen zu überzeugen. Okay. Ich werde den Kopf behalten. Ich meine, wir sind ja wie Brüder, Familie. Sollte ja ganz klar sein. Wir müssen unseren Standpunkt hier festhalten. Der Standpunkt ist ganz klar. Wir versuchen etwas aufzubauen, unseren Waffenhandel, Munitionshandel, Alkoholhandel. Naja, und den Leuten hier nachzutreten, die uns meinen, gegens Bein zu pissen. Das hört sich ja gut an. Ja. Habt ihr was dagegen, wie ich das gerade handhabe, dann möge er jetzt sprechen. Nein. Ja.
Sagen wir mal so. Du hast ein bisschen viel Friede, Freude, Eierkuchen gemacht mit vielen Leuten, finde ich. Ich habe den Sinn dahinter nicht ganz verstanden. Naja. Auch dass du hier dem John da erst was reinritzt und dann einen mit ihm saufen gehst, Mann. Naja, ich habe mir von John, naja, Informationen erhofft, die ich auch jetzt erhalten habe. Nach und nach ergibt das Puzzle einen Sinn. Und für mich macht es Sinn, mit wem ich es zu tun habe. Ich muss es wissen. Mit wem ich es überhaupt hier zu tun habe. Ich war lange weg. Und der John, der kennt nun mal sehr viele. Hm. Ja, verstehe. Und guck mal, er kommt sogar freiwillig und holt sich seine Schläge ab. Macht auch nicht jeder. Franzose kommt auch anscheinend gleich. Ja gut, dann wollen wir wieder zurück. Dann ist es geklärt. Vize, der Bär, Straßenkind, Schatzmeister. Für dich habe ich auch noch irgendwann mal einen Job, aber das kommt noch. Mein Job sind die Knochen zu brechen. Na, du kleiner Schlitzauge. Morgen. Morgen. Alles gut bei dir, du Drecksack. Ah, läuft da. Ja. Wie ist er hier? Halleluja. Ja, ist bin alles soweit. Ich bin wach geworden, der Verirker an der Schießt. Alles war gut. Also, ich habe für dich neue Informationen. Er links vor dir ist jetzt Vize. Guckst du denn hin? Da, genau. Der Bär ist jetzt Vize. Okay. Der Typ hier neben mir, links von mir aus gesehen, ist der Schatzmeister. Schatzmeister. Ja, er wird. Okay, haben wir eine Schatz. Ja. Cool, oder? Naja, ich sag mal so. Der wird alles besorgen. Das passt auf die Bier auf, ja. Ja. So, der wird alles besorgen, was wir brauchen. Wenn du was hast, sag es ihm und er wird sozusagen die Handel im Wege treiben, dass es klappt. Also ist er der Handler von uns. Wenn wir haben, was zu tauschen, er macht er die Geschäfte. Er macht die Geschäfte, er schließt die Geschäfte ab. Dann komme ich mit Bär auch nicht mehr in Konflikt von wegen, du fängst das Geschäft an, du beendest das, nicht wahr? Okay. Richtig. Ja. Und der Gott, ja. Weiß ich ja Bescheid. Des Weiteren habe ich gesagt, wir wollen mindestens noch ein oder zwei Leute rekrutieren. Wenn euch da jemand im Sinn kommt, sagt es ruhig. Wir werden ihn schon überzeugen, auf nette Art und Weise. Ah, oh, okay. Ganz bestimmt. Vielleicht, aber finden ja noch eine Asiata. Noch einen Franzosen. Oder Asiatin. Da wäre er noch besser. Für mich? Wie für dich? Was hier sieht aus, wir brauchen auch mal eine Flower hinter die Decke. Ja, eine Barschlampe. Da wäre mal eine Binde. Ja, das stimmt. Dann wäre die Fensterkette. Das ist auch eine gute Idee. Eine Barschlampe brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Guck mal, regnet es. Hat man nicht viele Frauen hier rumlaufen. Aber auch keine Bock, immer die Bude aufzuräumen. Kann er die alte machen? Ja. Oder wir ziehen einfach irgendein Kerl ein Scheißkleid an und sagt Putz. Wenn du drauf stehst. Wer sagt, dass ich darauf stehe, aber naja, Not macht erfinderisch. Ja, aber in der Taiwan war der, dass er in die Mode. Pisst. Ja, wir gehen mal rein, Leute. Emma, kannst mit reinkommen oder willst du da im Regen sitzen bleiben? Haben wir hier noch Regenjacken drin? Ich glaube zwei. Aber wir sind zu viele und ich ziehe keine Regenjacke an. Ich habe noch ein paar bei mir. Kann ich beim nächsten Mal mal mitbringen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht.
Nee, ich schau's dir aus. Peter Mann läuft da in den Notteil rum, was ist das für eine Scheiße? Ja. Hier, pass auf, Herr Junge, so sieht das scheiße aus. Hast du denn da noch eine? Hat jemand eine schwarze Regenjacke? Wie gesagt, zwei habe ich bei mir noch. Ich brauche nichts, weiß ich, wer drauf ist. Okay. Ja, müssen wir dann später holen gehen. Ey, ja. Naja. Aber wenn... Was steht sonst heute noch an? Ich weiß nicht. Entweder machen wir hier Party oder wir gehen vielleicht runter nach diesen Popo-Club. Diese Factory-Zeugs, was wir gesehen haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Du weißt schon ewig nicht mehr. Das letzte Mal mit flinker Finger. Wo ist der überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat uns irgendwie vergessen. Und wer hat er denn hier die Fasse an meine Sitzerplatz hergestellt? Vielleicht hat er sich wieder verehrt. Ja. Dein Sitzplatz? Man setzt dich auf den Stuhl, nicht auf den Boden. Los mit dir. Oh. Du stehen hier still, Mann. Kennst du doch, ich hocke meistens, die Chinesen hocke gerne. Dann hock dich auf das Fass, Mann. Stell dich nicht so an. Mal ein bisschen größer hier. Größe. Wow. Das sagst du zu einem 1,50 Mann. 1,59, aber da. Und wer bist du? Wer bist du überhaupt? Gimlet. Bitte wie? Gimlet. Okay. Kennst du den Hardy? Ja, er hat Land gekauft von uns. Land? Ja. Gekauft? Wo denn? Kannst du dich an dieses Camp da hinten erinnern, wenn die Straße langläufst? Ja. Ja, das hat er gekauft. Okay. Was hat denn das gekostet? Naja, Alkohol. Er bringt uns noch Alkohol. Gut. Wie bist du hergekommen? Oder mit wem? Mit wem? Mit Elena und Nikita. Hey Leute, Nabe hat ein Feuer gemacht. Ich glaube, ich gehe mal raus. Wird zu eng hier. Die beiden wollten nicht hier bleiben, oder was? Nein. Okay. Oh, was ist scheu, Hardy? Wir gehen raus. Nein, das nicht. Grillst schön, okay. Würdest du für uns auch was grillen, wenn wir dir das Fleisch dazu geben? Immer her dann mit. Aber vielleicht muss wieder einer Holz holen. Holz holen. Okay. Dann muss einer Holz holen mit einer Axt. Korrekt. Der einen, der hier eine Axt hat. Wer? Aber wir haben da auch welche im Schuppen, oder nicht? Haben wir, ja. Ja, dann komm, mach ich, hol ich das Holz und du holst das Fleisch. Is that right?
Ach, Heta aus dem Rucksack. Sieht doch schon besser aus, oder nicht? Mhm. Aber ich glaube, für das ganze Fleisch reicht das auch nicht. Apropos. Kann einer von euch grillen noch? Straßenkind holt gerade noch einen Stock. Ja, ich hab einen dabei. Na dann, leg los. Oh, mal gucken. Scheiß Ich hab gedacht, es ist schon durch. Hallo, Taco. Lange hast du denn selber kein Fleisch mehr gebraten, Mann? Ah, lang, lange ist her. Ich hab immer Ollen dafür gehabt. Ja. Mal wieder welche besorgen. Was ist mit dieser Kleinen, die ihn leicht schräg hat? Was ist die Soldatin? Ja, ich glaub schon. Aber ich glaube, ich kriege die nicht überzeugt, dass sie, naja, unsere Waschlampe macht. Ich glaube, dafür ist sie zu durchgeknallt. Glaube ich auch. Ich glaube, die steht ein bisschen drauf, wenn sie Leute quälen kann. Ja. Hast du einen besseren Vorschlag? Wer gibt's denn noch hier? Ja, bis jetzt habe ich nur zwei weitere Mädels gesehen. Einmal die komischen da mit diesem Pfeil und Bogen. Und die mit dem Auto hochgekommen ist. Die dir dieses Rebhuhn anbieten wollte, oder was? Ja, genau. Ach, dieser Dö- der Leica. Ja. Was willst du denn da? Muss der Kotzer die Hände werfen. Ah, okay. Ich dachte, du betest gerade das Feuer an. Ne, so weiter ist ja noch nichts. Komm mal. Oh Mann. Jedes Mal muss ich aufstehen, um mir ein Stück Fleisch zu holen hier. Direkt ein paar mehr. Das ist positiv. Das ist positiv, das hätte ich viel. Ja, das müsste eigentlich Dickerchen machen. Ach, du sitzt ja nur an der Wand. Angesprochen fühl. Überhaupt nicht, Fetti. Ach, kein Kommentar. Ich sag nichts mehr dazu. Das sind die Klamotten, die dick machen. Mhm. Deswegen ist der See fast leer gewesen, als du reingesprungen bist. Ja, ja. It. Moin, Tachi. Kann ich deine Hose wieder anziehen?
danke für dein Follower. Ich mach gleich die Cam wieder an, aber wie gesagt, da ich hinter der Cam wieder was mache, was die Leute nicht sehen sollen, also, ne, wie gesagt. Jugend so und ja, hinter. Bisschen Klamotten trocknen. Wurde ja darauf hingewiesen, deswegen mache ich das Bild ja dahin. Danke dir, freut mich, dass es dir gefällt. Aber alleine könnte ich das nicht machen. Der Server generell ist cool, also. Ich würde mal fragen, ob das nicht gleich reicht. Wir haben schon gut Fleisch gegrillt hier. Passt so. Denn schon, das gebratene Zeug hält sich besser. Naja, du Fettsack, Junge, du frisst ja auch alles, was nicht nied- und nagelfest ist und frisst rohes Fleisch. Natürlich musst du da kotzen. Das ist ja rohe Fleisch, Alter, Fresse. Ja, hallo, ich hatte Hunger. Das ist ja nix wie Sushi. Nicht gut, das rohe Fleisch. Ja, cool. Freut mich. Sushi nicht Fisch? Wem spielst du denn da? Weiß ja, war auch hallo, ne? Ach, egal, Hauptsache macht's satt. Ja, bei Ihnen ist das so. Was war das ja denn für eine Tiere? Was du hast ja gegessen, hallo? Ein Chicken. Ah, okay. Chicken. Ja, bei uns ist das, bei Ihnen ist das so, weißt du, bei euch muss ich den Alkohol wegsperren, bei Ihnen muss ich das Essen wegsperren. Ja. Ah, Moses, jo. Immerhin hat er ein Sättigungsgefühl, ist ja schon mal etwas. Meinst du, das bringt was? Wo zeigen sich ja unsere LKW? Naja, sagen wir es mal so, über den Jordan gegangen. Motorschaden. Ah. Ah, scheiße. Dann müssen wir uns mal einen neuen besorgen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, gibt ja dieses Angebot von diesem Vito. Welches Angebot? Wir sollen nur... Kennst du diesen... Bastard? Alexander Markov? Meinst du den, der in Haustrainer war? Genau der. Ja. Wir sollen ihn festsetzen. Sack über den Kopf, bisschen fesseln und dann den Vito informieren. Der wird uns einen Truck im Austausch geben. Mit Ladefläche, meinte er. Oh, ja, es fehlen noch ein paar Biker, ja, aber nicht viele. Wir wollen noch welche rekrutieren, aber ist schwierig gerade. Gibt's da zu grinsen? Ja, ich habe etwas Tolles gefunden. Aha, was? Ja, eine kleine Nachricht, ja? Die war beim letzten Mal noch nicht da, als ich da vorbeigelaufen bin. Unser Freund Alexander Markov ist morgen beim Handeln. Beim Handeln? Mhm. Ist irgendein fahrender Händler oder sowas. Aha. Ein fahrender Händler. Ja, interessant. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er mehr ein laufender Händler. Dann ein laufender Händler, ist mir auch egal. Hi, Paul Panzer. Und wo soll er sein zum Handeln? In der Fabrik. Die an der Ostsee da. Ah, diesen Popo-Club meint er, okay. Wieso sagst du doch eigentlich ein Popo-Club?
Ja, was weiß ich, was sie da drin veranstalten. So viele Zelte und so. Nur noch Rotlicht. Ja, Mann, können wir dir nichts mitbringen. Ja. So, guck mal, die Grillmeister sind fertig. Das ist doch was Schönes. Dann könnte ja jeder jetzt ein Stück Fleisch kriegen. Was Leckeres. Guck mal, Dickerchen, du wirst gleich satt. Ich komm schon. Ja, auch für dich was. Danke. Oh, unser Gast kriegt natürlich auch was. Ja, danke sehr. Ja, und du, Kleiner, kriegst auch was, natürlich. Was heißt Fleischer? Ja, oh, was denn sonst? Alter. Also einen ganzen Döner kann ich dir leider nicht anbieten. Oh, ein Döner wäre jetzt auch nicht schlecht. Du brauchst nur irgendwas zu essen erwähnen und schon läuft ihm das Wasser aus dem Mund. Ja, was denn? Döner ist doch lecker. Ja, gutes Zeug, gutes Zeug. Jetzt noch einen Schluck aus meiner Pulle und dann ist alles gut. Nein, ich erschieß keinen. Was ist denn los bei euch? Scheiß Regen, ey. In der Tat. Ja, Jungs, was wollen wir machen? Wollen wir nachher den unten dann Besuch abstatten oder wollen wir hier bleiben? Ihr entscheidet. Ich hab schon gesagt, wir gucken mal runter, dann verpassen wir den Morgen nicht. Ja, wär interessant, ja. Also willst du jetzt runtergehen? Fahren, oder? Ja, wir können auch fahren. Kann denn einer diesen scheiß Bus fahren? Ich kann's. Ja, wer will mitkommen? Ich hatte vor, dahin zu gehen. Ich komme mal mit, ha? Gut, dann würde ich sagen, sind wir uns da einig. Wir warten noch auf Straßenkind und dann geht's ab. So, dann macht einer das Tor auf. Wir schließen gleich alles wieder schön säuberlich ab. Ich mach das Tor auf. Ach ja, und wer Lockpicks findet, bringt sie mir bitte. Das wird lustig, eine schöne Reise. Hey, hat jetzt aufgehört zu regnen?
Hat jemand meine Lockpicks gesehen? Ach, deine Lockpicks? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Beim Umräumen nichts gefunden. Das ist natürlich schlecht. Hast du nur einen übrig? Aber komm mal Besuch. Ah. So. Ihr wollt eigentlich weg. Naja. Einen habe ich noch hier. Ja. Danke. Ich habe hier noch zwei Schlüssel gefunden. Ja, vielen Dank. Irgend wer hat da eine neue Zelt da in die Schweinestallage aufgebaut? Ja. Was ist das denn für ein schwuler Typ? Moin Leute! Wow. Nicht. Oh Gott. Sag einfach nicht. Nein. Ich steh in die Jacke nicht super. Ich hab auf die Schwarze gestanden. Ich dachte, einer hat schon aufgestanden. Ist das dein scheiß Ernst? Alter, ich sag's dir, wie es war, okay? Es fing an zu pissen und ich hatte meine schwarze Jacke schon angezogen. Und wir wollten losgehen, dann frage ich sie, hey, was ist mit deiner Jacke? Und sie so, ja, sie hat keine. Ich also nochmal ins Zelt und wollte ihr diese Jacke hier geben. Ja, und na, sie hat mir schon mit ihrer wundervollen, charmanten Art gedroht und wollte mir die Fresse polieren. Da dachte ich, okay. bevor das Mädchen da draußen verreckt, gib ihr die schwarze und sie selbst die pinke. Oh mein Gott, oh mein Gott, du bist ein richtiger Kerl, aber... Du lässt dir von einer Frau drohen? Ich lass mir nicht von ihr drohen. Von mir. Das ist nicht von irgendeiner, hoffe, von mir, hallo? Ich hoffe, das ist keine Drohung, sondern eher ein Versprechen. Ich hab was für dich. Brauchst du nicht bald doch die Hundeleine? Mm-mm. Oh, das wär schön. Na, pass auf. Ich bin schon viel handsamer geworden, ja? Ich habe mich jetzt da durchgerungen, dass ich definitiv nicht mehr zum Institut hingehe. Und habe meinen ganzen Scheiß, den ich da hatte, jetzt einfach mal mitgenommen. Also, und ich... Okay, warte mal, möglich, Schatzmeister. Dass wir brauchen können. Wo ist unser Schatzmeister? Hm? Ey, Schatzmeister, keine Ahnung wer das ist, aber Schatzmeister. Ding dong. Scheint wohl nicht der Schatz zu sein. Was ist er da oben, Bär? Was ist er da oben? Ja, dann machen wir das anders. So. Was willst du dafür haben? Also, guck da da oben in die Luft. Pass auf, nimm einfach erstmal so. Wann vielleicht kann ich mal Hilfe brauchen oder sowas und dann komme ich drauf zurück. Ah, okay. Knochenbrecher, komm mal her, du musst sie abnehmen. Nimm mal die Sachen. Ist etwas schwieriger. Masse auf und ab, hoch und runter. Wir sind deine Muskeln beanspruchen, weißt du. Davon habe ich genug. Aha. Sache, so. Weiß er darauf, wer hat da die Zelte da in die Schweinestall? Ihr habt aber Glück, dass ihr uns gerade antrefft. Warum? Naja, wir drehen eine Runde mit dem neuen Mannschaftsbus. Geil, ich hab's gerade schon gesehen. Gibt's denn auch Shots und sowas? Und alle ziehen sich auf oder was? Nein, nur du ziehst dich aus. Ah, das ist ein aber für mich bitte nur. Ah, das ist doch langweilig. Ja. So, pass auf, ihr könnt gerne mitkommen oder es lassen, mir egal, wir wollen auf jeden Fall, naja, in dieser komischen Factory mal Hallo sagen. Wird der von einer Hummel gestochen oder was mit dem? Hm. Ich glaube, ja, der läuft der eine Biene weg. Klingt gar nicht mal schlecht, also ich wäre dabei. Ja. Was ist mit dir aus? Ich bin überall dabei. Los geht's! Cool. Ich steig sofort ein, ich mach alles zu, also wartet dann hinten. Ich will am Fenster. Ja, bitte. Chef, jetzt ist kein Platz mehr. Komm, gib mal die Waffe her. Was soll ich für so? Alter, du sitzt in diesem fucking Bus überall am Fenster. Der Leifer ist ein bisschen kaputt, wir machen keinen Unfall. Hast die Munition, dann bring sie hier hin. Hier, pack sie rein, beeil dich, wir müssen los. Hi Mario. Ist in der Zeit und wir könnten das Teil bestimmt pflegen.
Steig in den Bus. Erledigt. Beeil dich. Machen wir erstmal den hier komplett fucking kaputt. Fahrt schon mal gleich raus, ich warte hier, ich mache hinter euch die Tür zu. Ey, was soll das? Hör auf mit dem Scheiß oder ich komm dir da hin und leck dich ab. Halt die Fresse. Ja. Kann ich wieder aussteigen? Das fängt ja gut an. Ich komm mit. Ich steig auch aus. Oh, heftig. Also, wo wir jetzt gerade so schön beieinander sitzen. Der Maulkorb und die Leine. Also ich glaube, das würde ich als Gegenleistung nehmen. Maulkorb und Leine. Ja, kannst du haben. Perfekt. Und, oder falls du noch hast, nehme ich auch etwas Seil, Klebeband und Kabelbinder. Ja, das habe ich natürlich auch. Kein Thema. Perfekt. Und ich habe ihnen neues Spielzeug gebracht und somit wird's mir gedankt. Ja, das Spielzeug ist ja aber schön. Nur keiner zum Spielen da. Nimm Fox, der verträgt das. Glaub mir. Hey, fick dich. Der zieht ihn einfach wieder seine pinke Jacke an und dann ist alles gut. Okay, ich korrigiere. Fick mich. Oh je. Yeah. Oh Gott. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber 3 Sekunden Spaß ist auch kein Spaß. Kommt ganz auf die 3 Sekunden an. Wow. Wie eine Nähmaschine, oder wie? Ja, das ist mein Spitzname, Alter. Ich habe Umdrehung drauf, die schafft kein Vibrator. Naja, aber trotzdem. Naja, ich will jetzt dazu nichts sagen. Besser ist das. Okay. Mann, ich hoffe, das geht nicht die ganze Fahrt so. Naja, Hosen runter, mein Freund. Was? Aber Kitte, haben wir noch von der SAKS-Munition in die Lager? Ich weiß es nicht, müssten wir gucken. Wie viel brauchst du? Ach, keine Ahnung, also 10 Schuss. Ja, das dürfen wir noch haben. Hättest mal früher was gesagt. Ja, ich habe noch ein paar Schuss dabei. In die Tasche habe ich kleine Kugel noch.
Und da werft er jetzt so diese Fabrik, ja? Ja, ich glaube schon. War er das? Was guckst du mich so an, Mann? Der zeigt er dich an. Du hast ja geworfen. Den Scheißdreck habe ich auch. Warum sollte ich die mit dem Apfel bewerfen? Vor allen Dingen, wenn ich noch nicht mal Äpfel habe. Ja, wer sagt denn das? Wissen wir doch nicht. Mein Gott, halt mal an, ich laufe. Was soll der Scheiß hier? Sitzen bleiben. Jetzt ist eh alles so schön. Aus die Stadt, wo wir fahren, gleiche Dorf durch diese Leier. Ey, das Problem ist, Mutter eine Type. Aber du musst eigentlich wissen, ich vertraue dir jetzt sehr, es könnte ja eine Todesfahrt werden, ne? Warum eine Todesfahrt? Ja, wer weiß, was du vorhast. Fährst gegen einen Baum und wir fliegen alle durch die Gegend hier. Hör auf, ja, also dumme Ideen zu bringen. Zum Schluss mache ich das noch. Juhu, Action! Kata von Van Carlos. Oder Carla von Carlos. Was war das verrückt, was der? Action. Meint ihr, in dem Popo-Club ist überhaupt jemand heute? Keine Ahnung, ich mal er noch eine da, kann er nicht, ja. Wir können ja nach Tulga. Diesen Witz werde ich niemals akzeptieren, das ist ein Scheißwitz. Es ist schon irgendwie sehr komisch. Wir waren einmal in Tulga und wurden von John rausgeschmissen und das zweite Mal in Tulga, um John zu retten. Naja. Ich wurde nicht rausgeschmissen. Und was hast du dafür bezahlt? Ich bin auch gekommen. Nicht. Also ich habe ihn ja medizinisch behandelt und habe dann doofe Sprüche an den Kopf gekriegt. Mich hast du nicht behandelt. Ey. Ich habe aber jemand anderen von euch behandelt. Ja, flinker Finger. Kann man ja ändern. Aber der Name ist eigentlich zweideutig oder bloß weil er schießgeil ist? Das könnte auch dreideutig sein. Das hat noch keiner erörtert, wa? Das Klauen bedingt. Hat weniger mit dem Schießen zu tun. Okay. Also schießen kann er wirklich nicht. Er lässt also schnell mal die Seife fallen, oder was? Ich glaube auch, dass er das damit meint. Er greift so schnell nach der Seife, dass sie einfach runterfällt. Oh Herr im Himmel, erlöse mich von diesen Qualen. Der wird dir auch nicht in der Hölle, mein Lieber. Du wirst hier nicht erlöst, du bist in der Hölle. Echt mal, du bist hier in meinem Reich, Alter. Der Teufel beschützt deinen Fleisch. Stell dich vorne an die Windschutzscheibe und ich lege eine Vollbremsung hin. Und dann? Dann fliegst du. Wenn du Glück hast, geh in deine Hauswand oder in den Spitzenstand. Meinst du also, ich stehe einfach auf einer Windschutzscheibe, hä? Sehr clever. Müsstest du mich schon festbinden und dann fliege ich nicht mehr. Maybe. Aber mach mal Radio an. Nein, bitte nicht. Oh, da, bitte. Was denn? Ein Radio. Nee, mal schauen, welcher Sender noch sendet. Vielleicht gar nicht verkehrt, da muss ich sie nicht mehr hören.
Halt die Fresse! Genau das war mein Gedanke dabei. Ihr steht wohl nicht auf Titten, was Leute? Titten ja! Nur jemand, der dabei so viel rumlabern muss. Kann man nicht gebrauchen. Ja, steht halt auf die Hose, Fresse, glaube ich. Er ist Mikrofil! Ey, Narbe, halt mal an, ich lauf wirklich. Negativ. Hat er gerade Nigger gesagt? Ich glaube auch. Ich gar nicht sagen. Ja. Nein, Hardy, es ist nicht. Das, du kannst schon so viel saufen. Das Problem ist nur, um diesen Stress zu bewältigen. So viel Alkohol gibt es, glaube ich, nicht auf dieser Welt. Ja, so kann man das auch nennen. Ja. Ja, und dabei jetzt das T-Shirt hoch. Musst du lieber Fox fragen. Ich meine, er trinkt ja gerne Pink. Mal gucken, was er drunter trägt. Was will ich nicht sehen? Ich auch nicht. Siehst du, sie wollen mich gar nicht nackt sehen. Sie wollen dich nackt sehen. Also los, komm, zieh deine Kleidung aus und tanz für uns. Ja, sicher. Ja, geil. Perfekt. Auf geht's. Und als nächstes mache ich dann die Beine bereit für jeden von euch und nehme nur 1 Euro dafür. Nein. Wenn schon, dann nur für mich. Die anderen, die stehen ja nicht auf Frauen, hab sie gesagt. Ach, halt einfach dein Maul. Ja, hat denn gesagt, dass wir nicht auf Frauen stehen. Warte, wie hieß der flinker Finger? Nein, warte, Hong war das. Hong hat mir das gesagt. Was? Hong, du hast mir doch gesagt, dass hier alle stockschwul sind. Ja, dieser Lusser hier in dieser ganzen Land, alle sind total schwul. Siehst du? Sehe ich aus wie ein Russe oder was? Weiß ich dich. Hey, was soll das denn jetzt heißen, ihr Pissgesünder? Mann, Hardy kommt aus Deutschland, du Dödel, ey. Echt, ey. Das war nein, eine Beleidigung. Nein, Hardy ist die rechte Hand vom Teufel, habe ich das Gefühl. Ja. Hardy klingt nicht gerade deutsch. Das ist irgendwie total falsch. Der Teufel ist meine rechte Hand. Ah, so. Also bin ich deine rechte Hand. Schön. Bitte. Ja, wer sagt denn nicht, dass Bär der Teufel ist? Ich also, bin wenn ich das mal anmerken darf. Der Bus hier fährt teuflisch langsam, verdammte Scheiße. Kann man den nicht tunen? Sag mal, wenn du zu Fuß unterwegs bist, bist du bis morgen noch unterwegs, um dahin zu kommen. Also beschwer dich nicht. Nein, bin ich nicht. Du willst mir also sagen, du bist schneller als wir mit dem Bus. Nein, das nicht, aber ich brauche garantiert keinen Tag. Das kann man aber ändern, dass du einen Tag bräuchtest. Ja. Oh ja, halt mir den Bus an, Mann. Jetzt haben wir nicht so eine große Fresse, Fox, Alter. Diese große Fresse. Siehst du das du bist denn langsamer, nicht? Ich und Hardy, wir haben uns richtig gern. Du weißt schon, dass du langsamer als ich bist beim Rennen? Klar weiß ich das. Ich sag aber auch nicht, dass es da darum geht, dich zu schlagen, sondern die Zeit allgemein bloß. Aber wie willst du alles schneller da sein, wenn du mich nicht mal einholst? Hey, weißt du was? Ich hab ne Idee. Halt die Fresse! Nö. Hey Hardy, warum haben wir die beiden noch dabei?
Weil er uns so lieb hat und ihr auch. Ihr habt uns auch so lieb. Sieh's mal so, okay. Jeder braucht ein Maskottchen. Ich hab gedacht, immer gedacht, der Franzose ist unser Maskottchen. Franzosen? Mach doch mehr jetzt, du. Nein, Mann, Alter. Franzosen sind alle schwul. Hast du gehört? Gehört, Franzose. Oh, oh. Dieser Verrückte. Nee, nee, nee. Hong, du bist kein Verrückter, Mann. Du hörst dich an wie ein scheiß Asiate. Also benimm dich auch so. Ja, lass mal Franzosen in Ruhe. Ja, ich versuche ja, aber ich finde einfach da ganz vor meine Hund. Du, vielleicht hast du ihn gefressen. Ist das schon so ein Schnee? Hong, irgendwann schneide ich dir nochmal einen Irokesen oder so. Sieht bestimmt richtig geil aus. Ah, da steht noch ein Bus. Braucht ihr noch einen? Ich habe so wenige Haare nur noch vorbei, dann auf einer... Habe ich eine Glatze, Alter. Mit so wenig Haaren kriegen wir auch einen Iro hin. Und dann wird er schön... grün gefärbt oder so, dann passt du auch hier richtig rein. Oh Gott. Diese Frau, ey. Ja. Was? Also ich bin so wahnsinnig und laufe mit der durch dieses Land. Okay, dann kannst du ab jetzt alleine laufen. Viel Spaß. Heftig? Nein, du bist der einzige weibliche Arsch, den ich seit Wochen gesehen habe, der mir gefällt. Also bleib ich bei dir. Habe ich gesagt, du darfst? Habe ich gesagt, dass ich freiwillig gehe? Wir müssen doch gleich da sein, oder? Naja. Ich habe keine Ahnung, aber wir fallen. Oh, ich muss mal schlupfen, ey. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist toll. Jawohl. Rotes Gummiboot mit einem Gummiboot. Lalalala. Warum hast du sie überhaupt auf die Idee jetzt gebracht, Hardyman? Was soll das? Ja. Naja, ich weiß ja nicht, was sie so krankes alles im Kopf hat. Das kann ich doch nicht wissen. Under pressure. Unter Druck? Kennst du das wie ich? Under Pressure, Alter? Queen? David Bowie? Sag mal, willst du vorbeifahren, oder? Du musst zurücksetzen, Alter, nach hinten. So. Ah, ich steig aus. Kompliziertes Land. Ach, wie gerne würde ich ihm jetzt den Stinkefinger angeln. Okay, wir fahren wieder zurück, los. Ja. Dann wir haben das, was wir brauchen. Wir brauchen doch noch die Frau für die Bar. Ach so, eine Frau für die Bar? Du, ich kann perfektes Bier machen, aber... ich glaube, so das, was ihr euch darunter vorstellt, bin ich nun wirklich nicht. Alles leer. Aber war da nur Spaß, hä? Außerdem würde ich wahrscheinlich eh den ganzen Tag betrunken irgendwie neben dem Radio hängen und einfach mitsingen und tanzen. Also was ist wohl mit der Bedienung? Ja, keine Ahnung, habt ihr kein Radio oder so? Nein. Ja gut, ich auch nicht. Aber ich denke mal, das reicht hier. Ihr seid heute schneller. Oh.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ladies and gentlemen, thank you for traveling this Checky Brecky Transit Service. Ja, Mann. Wo ist deine pinke Regenjacke? Fängt bestimmt gleich wieder an zu regnen. Ja. Du mich auch. Wollen wir mal Hallo sagen gehen. Wo sind wir aber hier? Naja, pass da doch auf die Rutsche auf, oder was? Pass da doch. Ach. Ihr habt den Bus voll ertragen. Das reicht mir schon. Ach, wie heilen wir? Ein Hallöchen. Moin! Guten Tag. Ding da. Ja, wir wollten mal vorbeischauen. Ja, das hat jetzt anscheinend geklappt. Ja. Dank unseres Busfahrers. Ah, da kommt noch mehr. Ja, wir sind ich habe gerade viele. Ja. Gut, dann kommt einfach mit rein. Ich bitte euch aber, die Waffen, wenn wir drin sind, auf den Rücken zu packen. Die braucht man da drin nicht wirklich. Da bist du dir sicher? Ja, wenn man mir nicht in den Rücken schießen möchte, dann braucht man sie nicht. Tag, ne? Löwen. Mit den Leuten da vertraut. Sag mal, ist das eine Leuchtreklame hier oder was? Ja, mach dich nicht ruhig lustig über mich. Ich guck dich mal. Ich könnte euch einfach irgendwo hinsetzen. Ja, das hier war. Was soll ich mich angucken? Ich schleuchte doch nicht vom Weiten so wie du. Ich glaube, ich sag nicht mal. Das Ding hat nur einen Zweck, das soll den Regen abheilen, da tut es. Eigentlich nicht für was das für eine Farbe. Ja, vielleicht einen anderen suchen oder einen anderen erhandeln. Das war ein Geschenk. Und zum Geschenk sage ich niemals nein. Wow, muss der Typ dich hassen. Bitte. Ja, hast du auch einen? Könnt ihr im Partner locker rumlaufen? Soll ich dann reinhauen oder was? Will gar kein Partner mit dem sein, ey. Ah, bist du bekloppt oder so? Zum Plan, als nächstes. Musst du irgendwie deinen Mund verstecken oder warum hast du so ein Tuch davor? Weil ich es schön finde. Ja, vielleicht finde ich meinen Regenmantel auch schön. Ja, naja, über Geschmäcker lässt sich ja streiten, aber... Sorry, nee. Also, im Leben nicht. Im Leben nicht. Die Sonne. Hallo. Tscherno, ja. Ab jetzt ist er für mich das Leuchtschild. Ach, Chef, dann hauen ich und hier draußen bleiben? Wenn ihr beiden draußen bleiben wollt, ja. Man kann ja nie wissen. Ja, mach mal. Was ist das meine? Mann, ey. Ich kann froh sein, weil ihr jetzt zu Gast sind. Mich kennst du, ich bin Fox. Ich musste dafür zu meine beschissene Hose abgeben, dann hatte ich so eine hässliche Herberge. Oder nicht? Warst du nicht mit ja, der anderen ich hab mir gedacht, warum nicht? Ja, doch, aber ich bin wurde mir nicht gesagt. Ich bin Elia, Dr. Elia. Nervensäge. Ja, ich wollte nicht unnötig Stress machen, also. Und, mit dem grünen Hut? Schade, aber danke. Narbe. Vielleicht sehe ich ihn ja wieder und hol dann meine Hose zurück. Sag mal, darf ich euch vielleicht mal kurz stören hier? Ja. Sind Sie nicht der Stadthalter? Von Mogilevka? Ja. Aber Raven City wäre mir lieber. Mogilevka hört sich so schwul an. Was? Raven City, Mann. Noch nie gehört. Ja, jetzt hörst du davon. Sag mal, du hast mir davon erzählt, dass so ein Amnesie-Typ euch erzählt hat, dass wir eine Kneipe haben, aber wir haben einen Amnesie-Typ getroffen. Der kann sich an euch irgendwie nicht erinnern. Ist das nicht normal, wenn man eine Amnesie hat, dass man sich an nichts erinnert?
Er hat sich aber an meine Leute erinnert und auch kurz darauf auf die anderen, mit denen er gesprochen hat. An euch konnte er sich aber nicht erinnern. Hm, dann war es wohl ein anderer? Mhm. Wovon reden wir gerade? Na, der Typ, du weißt doch noch, dieser alte Opa da. So ein kleiner Alter, kaum noch Haare auf dem Kopf. Total verwirrt, bestimmt hat der Alzheimer oder ist dement. Mhm. Hm. Sehr interessant. Ich hab bis jetzt noch keinen alten Sack gesehen. War das der? Nee, Wilhelm. Nein. Kumrat. Hab mich eh gefragt, wie der so lange überlebt hat. Kamrat. Ja, was ist? Hättest du vielleicht eine Hose, die du mir so anbieten kannst? Stehen. Eine Hose. Tu das. Komm mal. Noch. Ich geh mal nach Hause. Ja, links nach draußen. Noch ein Brecher. Wo ist es? Da ist an die Busse. Noch ein Brecher, ich weiß ja nicht. Ja, gut. Diese zwei, die sind mir zu komisch da. Welcher? Dicke Bäcker? Ja. Also sitzen. Oh, da hatte wohl jemand dieselbe Idee wie ich, hm? Oh Gott, dann ich nehme mal besser mal die Pistole, warte. Ja, aber ich hoffe, es geht nicht, wenn ich hier bleibe. Keine Hose. Wir sehen die nochmal. Und dann müssen wir mal mit denen anders reden. Ach, so viel schöner als in diesem Schlag. Wir auch, wir sehen mehr als zwei. Hey, du dein Grün. Ja, bitte. Nee, ich hoffe es allgemein irgendwo angeschlossen zu sein. Ja, Räume, die zu sind. Ja, das stimmt. Wo ist denn hier unser Knochenbrecher? Und was führt euch hier? Keine Ahnung. Hallo? Hallo, ja. Bin ich blind? Ich bin kurz ein bisschen holzig und falls einer von euch Hunger hat, drin ist ein Fass auf der linken Seite. Da könnt ihr euch was rausnehmen. Fleisch verkauft. Oh, Fehler, okay. Da kann er freundlicher. Ja. Jäger. Was passiert wohl, wenn ich dir jetzt in den scheiß Arsch schieße? Ich weiß nicht, ob das würde ich zugeben will. Vielleicht obwohl, ich glaube, ich wechsle mal die Position. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Oh. Nein. Oh mein Gott. Das ist so schwer. Nee, ja, die wurden professionell hergestellt. Ich denke, es hat einen Grund. Und so auch. Was ist das hier für eine Lade? Weiß es nicht. Hier wohnen die Leute oder was? Ja, hier wohnen drei oder vier Leute. Keine Ahnung. Halt ein Popo-Klop. Ach, nee, wenn ich die nicht haben wollte, na, mir egal. Na, bevor man sie wegwirft, wirft man sie lieber in so einen Irren? Ja, so sollte man stehen, bevor man erschossen wird. Richtig. Was ist jetzt? Hallo da oben! Alter. Hat jemand mal einen Stein für mich? Wag es dich. Ich hab eine Kugel. Liegen doch überall da rum. Nimm mal einer. Steht mir da? Schade, ich würde ja gerne mal so einen Stein nach oben werfen, gucken, ob ich treffe. Stolz trage ich dich jetzt wieder. Ja, das brauche ich auch nicht mehr, warte mal. Wow. Oh.
kann dich auch runterschubsen. Das war nicht gut. Dazu muss erstmal hier hochkommen. Das wäre das wenigere Problem. Und was jetzt? Ja, jetzt genießen wir einfach mal hier, dass wir mal woanders sind, verdammt nochmal. Immer in der gleichen Stadt ist das scheiße. Sag mal du dein Grün. Soldaten da, der Weiß und Frau. Schau hier kurz mich ein bisschen auf die Gelände um. Ja, solltest du vielleicht nicht alleine tun. Ich komm mit. Keine Ahnung. Ich glaube, die beiden kommen aus Deutschland und die Frau ist Militärärztin oder sowas. Feldsanitäter. Spring doch. Warum sollte ich? Außerdem würde ich dich damit umbringen, wenn ich auf die lande. Ja, kein Problem. Könnt ja sagen, ich fange dich und wenn du springst, ups. Sag ich doch, Elena. Ups. Nein. Sind das alles hier Bewohner von euch oder auch nur Besucher? Alter, du verwechselst mich gerade. Ach scheiße. Der Chef ist da hinten. Ach da, jo, Leute. Sieht wirklich gleich aus. Ah, ja. Zieh mal eine andere Mütze an oder zieh deine Gasmaske wieder an. Das passt besser. Na schön. Ja, jetzt weiß ich auch, wer du bist. Hör mal, ich trinke halt nur mal Alkohol. Da sieht die alle gleich für mich aus. Apropos. Kann man den nicht verdenken. Alle da oben, unten, nicht oben. Ich bin ja oben. Spuckst du den Leuten jetzt auf den Kopf, wenn sie rauskommen? Nein, wie soll ich denn spucken? Ich hab ein Mundtuch an. Dann bespucke ich mich ja selber. Kannst du ja runterziehen. Nee, ist doch langweilig. Das war der Spuck vielleicht in, aber jetzt nicht mehr. Und was machst du da oben? Guck dir mal die Sicht von hier oben an, die Fenster. Hier, Raven City Boy. Hast du noch was Alkohol oder so? Raven City Boy. Ich heiße Hardy, Mann. Ja, Hardy. Ed Hardy? Ed Hardy. Ja, nee, ist klar. Könnte ja sein, Mann. Ja, als Schluck nehmen. Ach, vielen Dank. Aber lass mir was übrig. Was ist das? Das ist selbstgebrannter. Oh. Ja. Ist gut. Ja, tatsächlich nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ich kenne ein besseres Gebäude, wo man hochklettern kann. Welches? In Tscherno. Ach, der Turm, oder was? Na, da war ich noch nie oben. Ich bin vorbeigefahren, als wir mit dem Bus ins Camp gefahren sind. Aber ja, alles klar. Ja. Aber mal die Gegner gecheckt, da sieht er ruhig aus. Ja, ich hab mich auch mal ein bisschen umgesehen. Ist keiner zu Hause? Heute ist irgendwie voll der Grilltag. Wir haben bei uns drüben auch gegrillt. Kommt irgendwann wieder über den Bus. Wir hatten noch, von jemandem gutes Fleisch gehabt. Mm-hmm. Der hat uns erzählt, dass er 4 Kühe geschossen hat. Ein bisschen Action wäre gar nicht so schlecht. Okay. Ja, ich habe mein Fleisch von Nikita bekommen. Ah, okay. Falls du Hunger hast oder einzelne Leute, sag Bescheid, ja? Ja gut, die sollen selber kommen, wenn die Hunger haben. Ich muss ja nicht babysitten. Ja, stimmt, Leute. Mal hin, wo Ihnen der nächste Schritt geht, ne? Vielleicht ist ja bei der Antenne irgendwas Aufregendes oder Spannendes. Aber wenn ich jetzt sage, da ist bestimmt irgendwas, dann ist auch kein Fall. Stimmt. Seid ihr jetzt alle da oben, oder was? Ja, wir spucken den Leuten jetzt auf den Kopf.
Komm, genau. Wie wär? Oh je. Yeah. Tütata, der Hardy ist gleich da. Ding dong. Ja, Schüsse. Wow. Was war denn das jetzt? Der hat irgendwas geschossen. Das war ziemlich nah. Ja. Ja. Das war nur der Einschlag, nicht der Knall. Ich kann nicht sehen. Ja, scheiß Nebel. Köpfe einziehen. Ich hab keinen Nebel, ne? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Bitte? Ob das unser Fleisch ist? Ja. Guck, guck. Gefällt mir. Vergiss nicht zu drehen. Stock. Ja, ja, das ist nicht mehr so. Was meint das? Von hier oben sieht das noch mehr nach dem Popo-Club aus. Hat geschossen. Nein. Wie? Nee. Mit? Nee. Ah, wir haben auf jeden Fall Schuss gehört. Schuss? Ja, ja. Cool. Ja, ich werde mich mal strandnäher ein wenig umgucken. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich komme auch mit. Ich auch. Kommt mir vor wie beim A-Team, hör mal. Ja. Noch so ein cooler Bus. Und wir brauchen einen Schwarz. Wir Bus haben wir ansprühen. Fehlt nur noch der Schwarze. Naja. Aber dieser Popo-Club ist auch nicht unbedingt hilfreich für uns gerade. Was brauchst du denn, Hardy? Keine Ahnung, Alkohol. Einfach nur Alkohol. Und wie ist mit den Schnapsläden in Tscherno? Oder habt ihr die schon durchgesucht? Die meisten haben wir schon durchgesucht. Da drüben sehe ich einen. Wo? Ja. Durch den Nebel. Ah, linker Finger. Er hat recht, da läuft jemand. Ja. Ja, ich sehe alles. Echt? Von welcher Marke ist eine Hose? Gute Frage. Alles gut. Ja, dann nur eben beim Brunnen hat mein Vorrat ein bisschen aufgefüllt. Seid ihr fertig? Hast du gerade geschossen? Ich? Ne. Es hat jemand in unsere Richtung geschossen. Ne, ich hab nicht geschossen. Ja, ich wollte mich ein wenig am Strand umschauen. Allein mal so rumlaufen, mal gucken.
Also ja. Jemand hat euch auf euch geschossen oder was? Naja, der Einschlag war recht nah. Wie kommt es, dass ich keinen Schuss gehört habe? Es regnet doch jetzt nicht schon wieder, oder? Wow, meine Fresse. Was ein Pisswetter heute. Ja. Lass uns zum Bahnhof gehen. Hey Fox! Wollen wir gleich wieder fahren oder was? Können wir machen. Ich warte nur auf euch. Ja, dann sammelt mal alle wieder ein. Wer fehlt denn noch? Oh, ich sitze hinter dir. Wer fehlt denn alles? Ich glaube, Bär fehlt. Ja, dann warten wir kurz auf Bär. Oh, scheiße, das wird eine lange Fahrt. Habt ihr euch denn verabschiedet? Aber selbst nö. Auch nicht schlimm. So gut kenne ich die auch noch nicht, dass ich das nicht. Ja, jetzt könnte ich dir quasi an die Haare ziehen. Nur ein bisschen rüberbücken. Ich wollte gerade sagen, das Werk gefällt deine Arme auch nicht. Aber ihm kann ich Piesacken vor. Oh Mann. Also, der Bär bleibt hier. Okay, dann haben wir. Straßenkind ist da. Hier. Yeah. Batterie ist wieder drin. Hey, Elea, kannst du dich an diese alten Schulausflüge erinnern, wo da der Lehrer immer so eine Liste hat und dann alle abgefragt hat? Knochenbrecher ist da. Unser Lehrer ist Hardy. Ong ist da. Ja. Yep. Hab ich wen vergessen? Naja, ich glaube, wir können. Wer vergessen haben, bloß soll er hinterherrennen und schreien. So, lieber Busfahrer, jetzt wollen wir wieder zurück. Gut, ich installiere kurz den Schlüssel. Ja. Was ist mit diesem, wie heißt er doch? Kurat oder so? Bleibt er hier? Keine Ahnung. Soll ich mal fragen gehen? Warte, ist auch kurz. Egal. Kann fragen. Bin ja netter. Hey, im Radio ist irgendeine Kassette drin. Soll ich? Was ein Scheiße. Wir wollen abhauen. Na dann. Einen schönen Abend. Ich hab gedacht, noch. Ihr wollt hier campieren. Nein, bestimmt nicht. Ebenso. Auf Wiedersehen, Ed. Hey, Kamlet, pass auf dich auf, okay? Und danke. Das ist so genau euer Geschmack, oder nicht? Nee, hey, weiter! Fordert das Radio nicht, er weiß, wie lange das schon nicht mehr anhört. Bist du ausgerechnet neben mir sitzen, Mann? Und der Bus ist frei und du setzt dich direkt neben mich, ist das dein Ernst? Oh, da hat die Verbindung geworden, dass ihn, wenn es dich nie passt. Also können wir? Ja, wir können. Ich musste die jetzt leiser schalten wegen GEMA. Deswegen habe ich das Volk ein bisschen runtergeschaltet, dass ich sie nicht mehr höre. Ne? Weil die GEMA ist ja sehr schnell, was das angeht. Leider Gottes.
hat Eddie wollen was von uns. Lebensmüde. Alles gut, alles gut. Wir waren gestern. Ja, alles gut, wir haben uns fast gerannt. Nein, nein, ich hab schon ab. Ja. Habt ihr einen Alexander Markov irgendwo gesehen in solchen Schienen? Ja, wer will denn da hinten den drehen? Nein. Achso. Der schläft noch, der hat es. Naja, dem wird immer schlecht bei der Autofahrt und daher wissen wir immer. Bleibt der einfach drin sitzen und das ist ja, bei ihren Fahrkünsten glaube ich das gerne, ganz ehrlich. Warum Sie im Führerschein gemacht, ey? Nirgendwo, ganz ehrlich. Wusste nicht, dass ich den hier noch brauche. Ich meine, um uns habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich habe mir ja Sorgen um Sie gemacht, wenn Sie vor dem gewesen wären, wären Sie platt gewesen. Ja, aber das ist ein Data nicht wahr, der hält doch ein bisschen was aus. ja, ihr seid doch die Biker, oder? Bin ich da irgendwie im Irrtum? Nicht alle, aber größtenteils, ja. Ja, und wir werden jetzt zurückfahren. Bitte? Wenn ihr labern wollt, kommt nach Mogilewka. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Ja, wir waren gestern da, weil ich hatte ein kleines mit euch vor. Weiß ich. Ich weiß nicht, ob der schon mitgeteilt wurde. Ich hab's nicht vergessen, Mann. Wurde der okay. Kommt einfach nach Mogilewka. Mein Gott, ich will Alkohol. Ich hab keinen dabei, verdammte Scheiße. Ja, gut. Wie gesagt. Noch ein Brecher rein mit dir. Okay. Na dann. Ja. Alter, der kann kein Auto fahren, du. Boah, der hat Führerschein gemacht. Guck dich doch an. Alter, ich habe auch keinen Führerschein und fahr besser, also bitte. Ja, ich war, ich hab lieber. Der ganze Bus ist frei und du setzt dich neben mich. Ach, halt die Maul. Quite enough. Oh Mann, Alter, jetzt erfriert meiner gleich wahrscheinlich.
muss das jetzt weiter beobachten. Jungs, da drüben ist ein Haus mit Kamin, wo der auch aufhört. Hier links, oder? Das Holzhaus. Lass weiterfahren, komm. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es gerade so leise ist, aber wie gesagt, Gamer und so, deswegen muss ich den Volk etwas leiser stellen. Hat jemand was über Markov herausgefunden? Die kämen gleich wieder an, keine Angst, Leute.
So Leute, ich muss leider den Stream abbrechen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, aber wir müssen ja noch was klären. Ciao, ciao Leute.